Hallo, mein Name ist der seltsame Attraktor, aber alle nennen mich Attraktor. In diesem Kanal geht es um Kunst, Philosophie und Wissenschaft. Natürlich aus Sicht der Chaostheorie. Christian hat es letztes Jahr nicht geschafft, einen neuen Fraktalkalender zu machen. Wie wir aber alle wissen, hat Christian insgesamt schon 4 und einen unveröffentlichten Kalender herausgebracht, die wir uns heute mal alle en bloc für den Monat Januar anschauen wollen. Und sie sind schon ein bisschen abgenutzt, weil manche Kalender sind jetzt schon über 12 Jahre alt. Der große, das ist ein DIN A2 Kalender wirklich, der ist damals nicht rausgekommen, werde ich gleich auch nochmal was zu sagen. Und wir werden dann anfangen mit dem Jahr 2012 und einem Bild von Luis Macoya. Und dazu habe ich hier so eine kleine Leiter. Endlich oben angekommen, kann ich euch jetzt mal das Eye-Ear-Bild von 2012 von Luis Macoya zeigen. Und es ist interessant, weil es ein Programm nutzt, was es heute immer noch gibt, und zwar Mandelbulb 3D. Sogar der große Julius Horst-Huis benutzt es heute immer noch. Und das war eines der ersten Programme, die diese neue 3D-Fraktaltechnik, das Mandelbulb, wurde ja damals gefunden im Fraktalforum. Und Luis hat halt schon sehr viel sich damit befasst, diese Computerkunst zu machen. Er ist ein Ziehsohn, kann man so sagen, von Salvatore Dalí. Und Luis hat auch so richtig das fürs Folgejahr den Januarplatz bekommen von Christian. Und das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Hier sind wir dann beim Luis Macoya-Bild von 2013. Und Luis ist halt ein sehr vielfältiger Künstler, der sich nicht nur mit Fraktalen auseinandersetzt. Offensichtlich wurde er aber inspiriert im Jahr 2012 dann von seinem eigenen Bild Eye-Ear und hat hier ein Ölgemälde produziert, was er nennt The Aural Ecstasy of Beethovens Deaf Ear, also die audioelle Ekstase von Beethovens Taubenohr. Und wie gesagt, es ist ein Ölgemälde, deswegen hat es auch so ein 4:3 Format. Und damit kommen wir schon zu dem Kalender, der gar nicht veröffentlicht wurde. 2014 hätte der nächste Kalender rauskommen sollen, aber aus Gründen wahrscheinlich finanzieller Natur, weil sie wollten einen Preis von 15 Euro etablieren, da Christian die Dinger aber alle von Hand verschickt hat und wirklich für jeden einzelnen Kalender immer zur Post laufen musste und eine Rechnung schreiben musste, hat sich das für Christian offensichtlich nicht wirklich gelohnt. Die Bilder waren trotzdem ausgewählt und im Jahr 2020, als Corona dann losging, hat Christian sich gedacht, warum mache ich eigentlich nicht mir selber wenigstens einen Kalender? Und die Bilder waren damals veröffentlicht und wir werden sie uns jetzt anschauen. Den Kalender gibt's aber, gab es nie zu kaufen. Das ist ein tolles Bild, was ich sehr feiere, damals gefeiert habe und auch heute noch feiere. Es ist von Pablo Romano Andreoli, also known as Kali. Es ist mit einem Programm gemacht worden, was sich Fragmentarium nennt. Und zu genau diesem Bild hat der Dr. Weisenheimer, der Dr. Schlaumeier, auch ein Video gemacht und erklärt, wie verschiedene Techniken dabei funktionieren. Interessant ist, dass Fragmentarium immer eine interaktive Oberfläche hatte und das auch immer noch heute weiterentwickelt und benutzt wird, wie wir bei den nächsten beiden Bildern dann sehen werden. Was wir hier sehen, ist ein Acholotl. Das haben wir damals gemacht für die Reise, die Christian nach Mexiko gemacht hat, wo es in Mexiko der Acholotl halt heimisch ist. Und da ging es darum, ein Acholotl-artiges Element nachzubauen. Und Kali hat das sehr gut hinbekommen. Und man konnte dann wirklich die Arme bewegen oder verschiedene Parameter verändern bei diesem Bild. Was uns dann auch schon zu der neuen Ära bringt, sage ich jetzt mal. Und zwar der 2021er-Serie, wo Christian dann diese Marke I Love Chaos gegründet hat, um halt genau diese
Kunst im weitesten Sinne zu fördern und publik zu machen. Dafür gehen wir jetzt zum nächsten Bild von Sabine. Es ist ein Bild, was wirklich auch mit dem gleichen Grundprogramm gemacht wurde wie das Achalottl-Bild vorher. Und zwar ist es mit Fragmentarium gemacht. Und hier sehen wir eine globale Beleuchtungsrechnung mit einem wirklich strahlenden Innenteil. Und es hat verschiedene Aspekte. Sieht nämlich manchmal aus wie ein Skelettkopf, wenn man da drauf schaut. Ich finde die Farbkombination toll, dieses Blau, dieses Gelb ist zwar eine billige Farbkombination, die man als erstes nimmt, aber wow, Sabine, das war ein toller Start für den Neuanfang des Kalenders 2022. Womit wir schon fast am Ende unserer Reise angekommen sind und im Jahr 2022 wurde dann nochmal ein zweiter Kalender gemacht unter dem Label I Love Chaos. Und das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Auch dieses Bild ist mit Fragmentarium gemacht und es ist von Threediculous. Threediculous ist jetzt erstmal nur das Pseudonym von dem User. Threediculous ist aber die treibende Kraft hinter dem Weiterbetrieb des Fraktalforums. Christian hatte das ja abgegeben 2015 aus privaten Gründen und es wurde dann von der Fraktalforums.org Foundation übernommen. Also Threediculous ist wirklich auch ein Administrator des heutigen Fraktalforums. Regards, greetings and everything to the guys managing the Fractal Forums and I really adore your work and the creativity that you still put up to this day. And thank you, Threediculous, for joining our calendar. Was uns dann auch schon zum Ende bringt, und ich werde nicht in Englisch weiterreden, aber dieses Format werde ich nun versuchen, für jeden Monat des Jahres zu wiederholen. Und es wird voraussichtlich immer zweisprachig dann erfolgen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.